Verstecken Teil 4. Das erste Mal mit Ari. Da kommt der nie drauf. Jetzt wird's tierisch. Das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist Riddick. Riddick, sitz! Sitz! Von Beruf Rettungs- und Suchhund. Und ja, ich hab fucking Angst. Aber der kommt jetzt erstmal weg, weil gleich kommt Ari. Howdy, Cowgirl! Zieh kein Kleid an! So macht man das doch. Ich hab Lucky Luke gesehen. Versteck dich, oh Mann. Ari, wir spielen Verstecken. Ping, 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 ping. Kennst du die Regel noch? 90 Minuten lang darfst du dich hier verstecken. Das ist doch nicht die Regel, 90 Minuten lang. Doch. Wie, ich 90 Minuten verstecken und du dann wie lange suchen? Auch 90 Minuten. Frau Seibold, schlau. Schlau. 3 Stunden lang kein Stress mit Maki. So habe ich das früher gespielt, ja. Du brauchst dir keine Sorgen machen. So wie die Leute mich kennen, wissen sie, dass heute alles fair ablaufen wird. Genau. Ich komme back. 90 Minuten ab jetzt. Macht doch nichts, bis der nicht aus der Hütte hier raus ist. Ich bin fair. Ich verlasse jetzt den Park. Ari kann sich hier 90 Minuten dieses Mal wirklich ganz entspannt verstecken. So. Ich würde vorschlagen, wir verschaffen uns hier mal schönen Überblick und dann schauen wir weiter. So, hier erstmal beim Sheriff vorbeigucken. Meh. Das ist so auffällig. So, Ari versteckt sich gerade da drin. Ich glaube, es ist an der Zeit, ihr so langsam eine kleine Grußbotschaft zu schicken. Ich würde so gern ihr Gesicht sehen. Schreibt er jetzt, Art? Oder ist privat? Ari, der Hund, der mich hier gerade durch die Gegend zieht, ist Riddick. Zufälligerweise ist der von Beruf Suchhund. Und mit dem werde ich dich jetzt suchen. Ganz viel Glück. Wenn du diese blauen Augen siehst, dann hast du heute verloren. Kussi. Ja, das ist scheiße. Das macht natürlich alles ein bisschen komplizierter. Hm? Vielleicht Dach, doch offen. Durch den Fluss soll man wenn man von Hunden gesucht wird? Ja, also jetzt brauche ich eine Strategie. Entweder irgendwo hoch, wo der Hund nicht hinkommt, so ein Dach oder so ein Baum, oder eine falsche Fährte legen. Fährten legen. Alles hier schön mal anfassen. Hier mal ausdünsten. Mit dem Hund, die alte Sackratte. Also ich will heute nicht hören, dass das irgendwie unfair ist, weil das größte Spielfeld, auf dem wir jemals waren. Und Ari hat tausende von Versteckmöglichkeiten. Das ist natürlich auch geil, wenn man sich in das Boot da reinlegen würde. Ach, das riecht ja scheiß Köter, ja. Oh. Noch 1 Stunde. Hier kommst du aber noch mit dem Köter hin, ne? Da aber schon nicht mehr so gut. Das ist eine rutschige Angelegenheit. Aber ich sag mal so, wenn ich mit meinen 35 Kilo
da schon rutsche, dann sind ja 350 Kilo vom Mark. Zack. Also meine größte Sorge ist natürlich, dass die Ari sich irgendwo versteckt, wo ich mit dem Doggo nicht hinkomme. Irgendwo aufs Dach, irgendwo hoch, irgendwo hinter versteckte Türen, 15 Stück. Also dann hat sie heute echt eine Chance. Das Dach ist gut. Punkt 1, über das glitschige Dach kommt der Mark nie. Punkt 2, der Hund kommt da auch nicht hin. Das Ding muss man sich merken. Also, wir drehen ja hier heute mit einem echten Lebewesen. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Deshalb ist die Iris auch da. Du bist Hundetrainerin. Ja. Hast das alles im Griff hier, im Überblick? Den Hund schon. Dich weiß ich nicht so genau. Wie schätzt du denn meine Chancen ein heute? Also, der Ritterkett ist sehr große Chancen als Suchhund. Aber du bist der erschwerende Faktor hier dran. Weil das ist immer Teamarbeit. Ja? Ja. Und du hast logischerweise keine Beziehung zu ihm, ja. Eher keine zu dir. Ja. Also die Ari hat eine wirklich reelle Chance. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde. Warte. Oder ich setze mich einfach in die Karre rein. Hallo, ich habe zwei Fragen. Punkt 1, könnte ich Wurst haben? Und zweite Frage, wem gehört denn die Karre vor der Tür? Muss nur 90 Minuten da stehen bleiben. Ja, habe ich auch 90 Minuten. So, toll. Vielen Dank. Bitte schön. Jetzt geht es nämlich ans Wurstverteilen oder Käse. Dann packe ich noch meine Sachen überall hin. Und dann hat der Köter keine Chance. Ich habe ein gutes Gefühl, Leute. Ich habe ein gutes Gefühl. Hallo! Einmal im Leben ist gut, dass ich so eine Frostbeule bin. Ich habe so viel Klamotten, das kann ich schön alles verteilen. Überall so kleine Sachen von mir, das verwirrt den Hund total. So jedenfalls der Plan. Langsam müssen wir uns beeilen. Der Marc, der guckt ja immer so nach Bildern. Ja, der ist ja so ein Cineast. Deswegen ist ja genial. Nämlich die Karre, die vor der Tür steht, die ist überhaupt nicht bildlich wahnsinnig attraktiv. Da kommt der nie drauf. So, okay. Okay. Juhu. Okay, meine 90 Minuten Suchzeit starten. Jetzt. Und jetzt passt auf, jetzt ist es krass. Der Hund braucht hier irgendwas, damit er die Ari tracken kann. Ich weiß, dass sie auf der Beifahrerseite saß. Und es reicht jetzt, dass ich einfach hier ein Taschentuch nehme. Ich weiß, dass sie den Türgriff angefasst hat. Damit reibe ich es ein. Und das reicht jetzt, damit Riddick mir die Ari findet. Los geht's. Ich lege das jetzt hier hin, oder? Boah, es geht schon los! Boah. Ready, konzentrier dich. Ruhig. Riech und Trail. Boah, fuck, geht das schnell. Leute, das kann... Boah, es geht... Alter, was ist das? Alter, hat er jetzt schon so schnell die Pferde? Boah, jeder! Oh, das ist so schnell. Oh, Alter, wenn der anzieht. Oh, nein, du willst dich doch verarschen. Der Marc, der hat, glaube ich, echt am Anfang ganz schön Schiss in den Buchs gehabt. Und da muss man echt sagen, der Riddick ist hart im Nehmen, dass er das so mitgemacht hat. Ich habe schon ein kleines Problem. Meine Schnürsenkel sind offen, aber ich habe keine Chance, ihn zuzumachen. Alter. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Ari auch hier war. Weil hier gibt es natürlich viele Versteckmöglichkeiten. Viertelstunde suchen wir schon, Riddick. Du hast noch Zeit. Du musst dich nicht so beeilen. Und dann kam der Moment, wo ich auf diesen Zaun gestiegen bin.
und schau runter. Fuck. Und sehe, war nicht mein Bein zum Glück. Das war nicht mein Bein zum Glück. Alles gut. Hunde haben ja auch sehr gutes Gehör. Die können selektiv hören. Wenn man aufgeregt ist, ist es gar nicht so einfach, leise zu atmen. Oh Gott, wie anstrengend ist das. Was macht der für einen Eindruck auf dich? Der ist auch noch nicht ganz planlos, aber es ist schwierig für ihn. Okay. Aber er scheint noch fertig zu haben. Servus. Servus. Nee, das ist auch nicht die Ari. Sicher ein Leckerbissen für dich, aber... Keine Ahnung, wer das ist. Aber irgendwer steht da mit einem Vogel oder so. Meine Chance. Der Speck, dann meine Klamotten und jetzt noch das Federvieh. Der Hund, der rastet doch total aus. Ah, jetzt riecht er wieder. Sich doch dann im Auto versteckt haben, oder? Irgendwas hat er da im Auto. Ich mach mal einfach auf. Oh. Okay, nee. Ich bin mir sicher, da ist die Ari. Okay, jetzt sind wir wieder in der Arena. Praktisch unser Startpunkt. Riechst du sie? Da ist das Ding. Hier, das ist doch Aris Oberteil da, oder? Ja, das gehört der Ari. Das rieche ich sogar. Das rieche ich. Dieses leicht Moschusartige, das riecht man einfach. Ob Hund oder Mensch. Er hat noch die Fährte, aber langsam geht mir die Zeit aus. Also was ich verdächtig finde, ist, dass die Ari hier zwei Köder ausgelegt hat. Ich finde, das kann bedeuten, dass sie hier irgendwo in der Area ist. Hier waren wir auch schon mal. Also hier gehen wir schon zum zweiten Mal durch. Und jetzt ist der Hund schon eine Runde gelaufen und ich dachte mir, krass, er hat wieder die Fährte und läuft wieder straight zu diesem Vogel hin. Also ich bin total verunsichert. Hat er irgendwas gerochen oder sieht er nur den Vogel? Entschuldigung, kann ich hier mal die Tür aufmachen? Von dem Auto? Von dem Fahren gehört mir nicht. Ah, okay, gut. Ja, die wird doch nicht da drin sein. Will ich, geh mal weg. No way! Riddick, oh Gott, jetzt kommt er zum Kuscheln, Leute. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich richtig, okay. Doll.
diese Dachecke, ne? Nach dem glitschigen Ding. Die wäre besser gewesen. Du hast hier nichts mehr an. Nee, ich hab nichts mehr an. Marc Seibold, Hundefreund. Er war wirklich ein guter Buddy. Also Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst hier unten mal ein Abo da. Jetzt machen wir einen kleinen Test. Ari? Jo. Und da ist auch ein Video, da hat sich Sebastian versteckt. Ja. Und da ist ein Video von Funk. Oh Gott. Unsere Lieblingsserie Druck von Funk. Ciao, Leute.